Ende 47, da munkelte man schon von der Währungsreform und meine Mutter sagte, sieh zu, dass du in eine Privatfirma kommst und dass du dann vielleicht bessere Möglichkeiten hast. Und dann sah ich diese Anzeige, Schifffahrtsfirma sucht Sekretärin. Und das war nun damals die richtige Anzeige, das war für sie gemacht. Und am 1. März 48, also noch kurz vor der Währungsreform, habe ich dort angefangen. Und wir fingen an mit acht Personen. Nur? Ja, mit acht Personen nur. Und das waren großenteils alt eingesessene Leute, die also vor dem Krieg schon in der Firma gearbeitet haben. Und die also auch das richtige Know-how hatten, nun wieder anzufangen und wussten, was zu tun. Also wir waren sofort bei sämtlichen Abladern und Spediteuren und Schifffahrtsfirmen, die wir alle vorher vor dem Krieg als Kunden hatten, beziehungsweise als Partner. Und wir kriegten auch alles gleich wieder, also alle waren wohl begeistert. Es war eine Aufbruchfirma, eine Aufbruchsstimmung. Und da kamen sie ganz neu und wurden sie mitgerissen von dieser Stimmung voller Elan. Ja, und wir arbeiteten also wirklich auch Überstunden, wenn ja, nicht. Ja, aber es machte ihnen nichts aus. Und waren Sie dann die einzige Frau in der Firma? Nein, da war unsere, also die Sekretärin von meinem Chef, die erst abgehauen war und darum sollte ich ja dort Nachfolgerin werden. Die kam also freimütig wieder oder die hatten sich wieder vertragen. Und ich war dann Mädchen für alles und es war eigentlich sehr ganz gut. Ich lernte dadurch also alles in der Firma mal kennen. Und mein Augenmerk richtete sich auf die Passageabteilung. Das fand ich sehr interessant. Wir buchten also damals überwiegend Passagiere von Hamburg nach Hull in Mittelengland und hatten einen kleinen Dienst erst mit Frachtschiffen, die 12 Passagiere mitnahmen. Und Ende 48 kamen die rüber mit Passagierschiffen. Die waren nur 1800 Bruttoregistertons groß. Also waren kleine Schiffe mit 120 Plätzen. Aber was für Passagiere waren und dass die diese Passage regelmäßig machten? Wir hatten so einen Boom, weil die britische Militärregierung hatte den britischen Soldaten erlaubt, deutsche Frauen zu heiraten. Und die Engländer waren wohl begeistert von unseren Mädchen, die heirateten also laufend. Und wir hatten also Passagiere vom Rheinland bis hier oben rauf nach Schleswig-Holstein, junge Mädchen, die alle nach England heirateten. Wie war die Beziehung jetzt zu den Engländern? Also das waren ja eigentlich, war das noch die Besatzer oder hatte sich das denn gegeben mit der Zeit? Also die englische Besatzung auf unseren Schiffen, das waren ja alles alteingesessene Leute, die auch vor dem Krieg schon nach Hamburg gefahren waren. Hamburg-Hörl. Da waren also, natürlich waren auch junge Leute an Bord, aber die Kapitäne und Chief Stewards, die kannten alle diese Route und die waren also befreundet eigentlich mit unserer Firma gewesen. Und das hat sich auch sofort wieder richtig etabliert, diese gute Bekanntschaft. Und und die Kräne waren ja zum großen Teil im Hafen auch zerstört und da hatten wir das Glück eben am Schuppen 50, dass das da auch noch existierten von vor dem Kriege. Und insofern konnten wir dort mit unseren Englandschiffen sofort wieder arbeiten. Ja, das war also wirklich seltsam, dass man überhaupt nicht mehr an diese ganze Kriegszeit dachte in der Zeit. Das ist erst wieder hochgekommen durch die Arbeit mit den Zeitzeugen, dass man sich an die Einzelheiten im Krieg und auch an die Nachkriegszeit, die Hungerzeit erinnert hat. Aber es war wir wollten das einfach vergessen. Sie brauchten den Abstand natürlich.